Willkommen zurück hier bei ARK Survival Evolved mit unseren drei Dinos, hier unserer eigenen Boygroup sozusagen, Jacqueline und, ja, wer bist du? Keine Ahnung, ich habe immer noch die Fackel an, sehe ich gerade, ich muss mal gerade, so, denn wie viel Uhr haben wir? Ich glaube, es sieht ganz gut aus im Moment, denn wir haben tatsächlich erst, ja, 17:45, das heißt, es wird gleich dunkel, ich freue mich, so, denn ich hatte nämlich eigentlich vor, heute mit den drei hier mal ein bisschen die Insel zu erkunden. Allerdings, glaube ich, können wir das jetzt auch schon wieder vergessen. Also muss ich mir mal eine Nachtaktivität suchen tatsächlich. Wie sieht es denn bei euch eigentlich mit dem Essen aus? Das dürfte ja alles natürlich gespoilt sein. Heißt, wir müssten uns mal gerade was erjagen. Da ihr aber... Ja, das ist ziemlich nah da oben, ne? Sonst laufen wir die anderen wieder hinterher. Warte, wir machen hier erstmal Enable. Enable, Entschuldigung bitte. So, Enable, Enable, Enable. Ich bin Richard Enable. Was? Ich glaube, der hieß nicht Richard, ne? Disable Following? Warum? Warte mal. Wer folgt mir denn jetzt? Wer folgt mir freiwillig? Ja, kack erstmal, genau. Hier, Dill Schweiger, was mit dir? Warum folgst du nicht? Gerade gucken. Ah, Enable, jetzt haben wir es. Ich glaube, der hat auch gelevelt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. So, dann mal bitte... Dill? Ah, jetzt kommt er. So, denn wir brauchen dann natürlich erstmal wieder Zeug. So, und zwar, dann hätte ich gerne... Wo ist denn mein Bogen? Ach da. Ich hab schon gedacht, wo mein Bogen hin ist. So, auf der 4 haben wir den Bogen. Und wie gesagt, dann jagen wir jetzt erstmal gerade, würde ich sagen, ein bisschen Fleisch. So, kommt ihr? Ja, sehr schön. So ist das brav. So, dann hier einmal... Na? Warum? Wieso pfeift der nicht? Oh, meine ganzen Pfeifkommandos werden offensichtlich... Warte mal eben. Following. Ah, neutral. Aus irgendeinem Grund werden meine... Ich weiß nicht, ob es am Server liegt gerade. Das geht. So, plus... Geht nicht. Moment mal. Nee. Es funktioniert nicht. Ich kann den Angriff, das Angriffkommando nicht pfeifen. Warum auch immer. Was mich jetzt gerade ein bisschen ärgert, ehrlich gesagt. Weil ich hatte das mir so, eigentlich so angewöhnt, dass das geht. Aber naja. Set, wo geht denn das? Attacking Medium, Cycle to Passive, Aggression to Aggressive. Wo geht das? Das muss ich natürlich auch erstmal rausfinden. Attack your target. Attack your target. So, du bitte auch. So. Attack your target. Dann kann ich zumindest zurückpfeifen, aber ich kann den Befehl nicht mehr geben, dass die halt angreifen. So, bist du hier? Bist du Dill Schweiger? Bist du das? Ja, ne? So, passive. Und dann hier nochmal. Deswegen, das dauert alles so lang. Deswegen hatte ich das eigentlich ja weggemacht. Und jetzt ist, glaube ich, der... Parasaurier weggelaufen, ne? Vor lauter. Na, klasse. Das ist ja wieder super. Kaum 6 Minuten aufgenommen, schon erstmal der erste Fail hier. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr geht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Taste wie wild gedrückt gerade, aber ich kann den Befehl nicht mehr geben. Ich weiß nicht, wieso. Serverlag kann ich mir an der Stelle nicht vorstellen, weil warum soll nur der eine Befehl nicht mehr funktionieren? Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. So, ich glaube, der Parasaurier ist oben in den Wald abgehauen. Ich bin mir aber nicht sicher. Da will ich jetzt beim Dämmern natürlich nicht hinlaufen, ehrlich gesagt. Ach, Mann, da hat man schon mal 3 Mitarbeiter dabei und dann funktioniert es nicht. Hat man vielleicht der Parasaurier auch unten zum Haus gelaufen. Vielleicht haben wir ja Glück. Den Trike will ich mal noch in Ruhe lassen. Der ist mir noch ein bisschen zu stark für unsere drei. Ah, da ist er. So. Dann mal bitte hier. So, kommt ihr? Jawohl, schön. So ist das brav. So, bitte nicht den Trike. Nein. Okay, sehr gut. So, pack dich da fest. Wunderbar. Jetzt könnten wir eigentlich auch schon mit draufkloppen. Alter, ich muss dringend die Speed erhöhen. Ich glaube, ich level gleich bei allen erstmal den Speed. Ohne Mist, damit die den besser kriegen. Ja, sehr gut. Die haben getroffen. Ich helfe mal gerade ein bisschen. Also sind die bis morgen noch hinter dem her. Und das wäre natürlich ein bisschen doof. Alter.
muss dringend die Running Speed von denen. Guck mal, die sind sogar nur ganz minimal schneller als ich im normalen Rennen. Also ich renne ja nicht, ich gehe jetzt tatsächlich. Oh, verdammt, das geht schon wieder schief, glaube ich. Es sei denn, er ist so blöd und rennt natürlich in die Richtung. Okay, wunderbar. Na komm. Kann doch nicht sein. Weiß nicht, ob ich jetzt getroffen habe. So, haben wir es jetzt? Oder? Ah, na endlich. So. Und jetzt mal gerade schauen. Attacking. Und jetzt möchte ich aber bitte... Das funktioniert. Aber es geht nicht, dass ich sie auf aggressiv stellen kann. Auf attacking your target. Na, klasse. Dreimal Raw Meat. Jetzt kann ich jedem nur ein Stück Fleisch reintun. Das ist ja super. Ach, ist das schön. Es tut mir leid. Wie viel sieht es denn bei uns eigentlich mit Food aus? Ich habe gerade keine Ahnung. Ach, so war das eigentlich nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt nur dreimal Fleisch gegeben hat. Ja, man muss schon gucken, ne? Wenn man ein paar Fleischfresser dabei hat, dann muss man natürlich immer erstmal für Nachschub sorgen. Ich bin ja schon mal froh, dass sie mir nicht verhungern. Wenn ich vom Server runter bin, ehrlich gesagt. Da bin ich echt froh drum. So, da unten ist noch ein Trike. Den könnte ich natürlich... Den könnte ich mit Pfeil und Bogen wegmachen, wenn ich jetzt gerade genug hätte. Oh, da unten ist ein Brontosaurier. Boah, den. Wenn wir den kriegen. Oh, Leute. Der gibt Fleisch. Das kannst du aber annehmen. Der gibt Fleisch. Aber sowas von... Wir müssen noch ein Stego. Stegosaurier? Wie schnell sind Stegosaurier? Ich habe keine Ahnung. So, dann bleibt mal bitte stehen. So, das müsste jetzt geklappt haben, ne? Ja, die folgen nicht mehr. Okay, sehr gut. 14 Pfeile. Reicht das für den Trike? Ich bin mir gerade unsicher, ehrlich gesagt. 14 Pfeile. Im Notfall helfen uns ja die anderen. Weil ich brauche jetzt erstmal Fleisch, definitiv. Aber wir müssen natürlich auch noch was essen gleich. So. Ja, das sah gerade aus, wären das zwei. So, er ist minimal schneller. Das heißt, wir müssen uns gleich mal kurz rumdrehen. Ein bisschen Abstand gewinnen. Da wollte ich eigentlich nicht hinlaufen. So. Oh, rumdrehen. Laufen. Oh, noch fünf Pfeile. Ich hoffe, das reicht. Sonst haben wir ein Problem. Du möchtest bitte nicht meine Wasserleitung zerstören. Ah, super. Ist er umgefallen? Nee, ich glaube noch nicht, ne? Super, der hat unsere Wasserleitung platt gemacht. Alter, was bist du für ein Level? Scheiße. Wie ich das hasse. Jetzt kriege ich natürlich auf die Schnelle keinen... Warte mal, die Schleuder hätte ich noch mit ein paar Steinen. Aber dann fällt er natürlich um, ne? Wo ist denn die Schleuder da? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie viel... Ah, okay, Rappy macht das klar. Oder Jacqueline. Nee, Jacqueline macht das klar. Warte mal, ich... keine Ahnung, was für ein Level der hat. So, wunderbar, Rappy. Rappy, bitte nicht ins Wasser. Danke. Ach, nee, jetzt gehen die... Jetzt backen die wieder alle ins Wasser. Ich könnte kotzen. Moment, kommt mal bitte alle her. Ah, das funktioniert. Oder? Achso, Jacqueline, ich dachte gerade schon. So, Rappy, kommst du bitte auch wieder zurück? So, das Blöde ist natürlich jetzt... Ich weiß nicht, ob die Leiche jetzt noch im Wasser ist oder ob die die aufgefressen haben. Ja, ist ja schön. So, mal gerade schauen. Hast du das mitgenommen? Hast du das Fleisch mitgenommen? Gerade mal schauen. Nein. Okay. Habt ihr das Fleisch mitgenommen? Nein, auch nicht. Na, super. Jetzt kann ich... Oh, jetzt kann ich hier auf Tauchstation gehen. Ich glaube, die Fackel... Funktioniert nicht, wenn ich schwimme, ne? Da unten ist er, der Trike. So, ich sehe keine Haie. Was ist das da? Ich habe keine Ahnung. So, Hauptsache, die bleiben gerade mal weg. Was ist das da? Das schwimmt ziemlich schnell. Ich habe keine Ahnung. Wir machen Level 80! Okay, gut. Dann wundert mich das jetzt gerade nicht. Oh, fünfmal Raw Meat. Ernsthaft? Oh, nee. Wenn ich mal Fleisch brauche, kriege ich keins. Dann kriege ich Hide. Das ist natürlich super. Lalalalalala. Oh, wir ertrinken gleich. Ich muss mal schnell an die Oberfläche. Mein Guthaben aufladen von O2. So, Rappy, bitte mal mitkommen.
So, ich glaube, die haben eine Wasserleitung platt gemacht. Hier eben. Der Trike zumindest. Der hat, glaube ich, da ein bisschen aufgedreht. Müssen wir gleich mal wieder reparieren. Ja, klar. Boah, zwei Stück hat er weggemacht. Zwei Verbindungsstücke hat er weggemacht, der Drecksack. So, Jacqueline packen wir auch mal wieder ein. Wieso klappt der Befehl nicht mehr? Ich verstehe das nicht. Jetzt kann ich meine Armee gar nicht mehr benutzen. Zumindest nicht so, wie ich sie gerne hätte. Weil ich will natürlich, dass die irgendwann dann auch, ja. Dass die dann angreifen, wenn ich das will, ne? Also, ich kann diesen Befehl nicht pfeifen. Ich probiere es jetzt nochmal gerade. Whistle all stay put, all follow me. Oder ich probiere mal. Whistle attack this target. Warte mal. Whistle attack this target, whistle attack my target. Moment, ist das vielleicht anders? Moment. Ah, okay, alles klar, alles klar. Sorry, das war mein Fehler. So, jetzt ist es neutral, ne? Ach so, ja, this und your target. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das unterscheidet tatsächlich, weil your target ist ja dann, glaube ich, das Ziel, was ich angreife. Und this target, was ist dann das? Kann ich das markieren? Ich habe keine Ahnung. So, kommt ihr... Achso, halt. Ich muss jetzt gucken, dass die anderen mir nicht folgen. Oder soll ich erstmal... Ich glaube, wir reparieren erstmal die Wasserleitung gerade. Ich mache hier mal Licht an. Wir können im Dunkeln jetzt sowieso nichts ausrichten. Wow! Alter, schreck mich doch nicht so. Ich glaube, es geht los hier. Kommt da erstmal voll fett der Flugsaurier an hier. Ich habe gerade schon gedacht, was ist denn das? So, wo ist die Fackel? Hier unten. Die ist, glaube ich, kaputt. Ja, natürlich ist sie kaputt. Die ist kaputt. Die hat der platt gemacht, der kleine Drecksack. So, wo habe ich denn mal gerade eben schnell gucken? Der hat natürlich die Standing Torch platt gemacht. Da ist sie. So, 10 Stück können wir machen. So, ich hatte mir das hier unten mal auf eine Makrotaste gelegt. Dachte ich zumindest. Habe ich aber nicht. Makrotaste deswegen. Ich habe ja so eine tolle Logitech Gaming Tastatur, wo man natürlich auch die G-Tasten noch belegen kann, die es auf dieser Tastatur gibt. Ich dachte, ich hätte da mein Inventory unten mal auf die Ecke gelegt. Habe ich aber nicht. Das ist aber nur eine Info am Rande. So, hier hauen wir erstmal ein bisschen Holz rein. Ach komm, da können wir ruhig ein bisschen was. Da können wir ruhig ein bisschen auf die Kacke hauen. Hier, komm. Da fuck. Alter, was? Diese... Oh Mann, jetzt wird's aber richtig dunkel. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. So. Hä, was zum... Wieso sind hier die ganzen Torches? Oh Mann, der hat die alle kaputt gemacht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mir die ganzen Sending-Torches hier kaputt gemacht. Der blöde Drecksack. Okay, da unten müssen wir uns merken. Da muss ich da noch eine hinstellen. Aber wir brauchen... Nein, ich möchte... Ach so, ist kein Holz mehr drin. Es ist kein Holz mehr da. Moment, was haben wir denn noch? 22, ja gut. Müsste eigentlich reichen, Entschuldigung. So, Light Fire. So, und dann jetzt gerade mal schnell hier die Wasserleitung wieder ganz machen. Alter, das sind glaube ich sogar 3 Stück, oder? Der hat 3 Stücke weggemacht. Boah, Wahnsinn. So, was brauche ich denn? Across Land, das ist so eine, ne? Gut, da können wir nur eine bauen im Moment. Okay, da muss ich noch ein bisschen Stone, glaube ich, holen. Jo, ein bisschen Stone, aber ich glaube Stone haben wir wirklich genug. So. Oh, ich glaube, das sind noch viel mehr Stücke, die da kaputt gegangen sind. Alter. So, wir nehmen mal eben hier das Ding hier mit. Wood und Charcoal. So, und dann Steine, Steine, Steine. Ich brauche jede Menge Steine. Habe ich nicht noch welche in der Kiste? Ich weiß es gerade nicht. Ich sammle einfach mal ein paar. Könnt ihr mal ein paar sammeln und den Rest hole ich gleich aus der Kiste. Steine liegen ja zum Glück immer genug am Strand rum. So, hoffentlich ist jetzt hier kein Dilophos gespawnt und ich renne ihm direkt in die Arme. Das ist ja schon öfteren mal passiert. So, mal gerade gucken. Jo, eine können wir schon wieder bauen. Halt, falsche Taste. Die Torch geht sowieso gleich flöten. Aber merkwürdig, dass er die Befehle nicht übernommen hat. Oder es war, weil ich beim letzten Mal einfach nur Apply gesagt habe und nicht Save. Dass er das dann fürs nächste Mal einfach nicht übernimmt. Wenn man dann auf den Server kommt. Ich habe keine Ahnung. So. Das sieht schon mal gut aus.
So, das sind... Boah, das sind... Alter, ich dachte, die wären viel länger. Die sind doch gar nicht so lang. Der hat da voll reingeklotzt hier. Das sind bestimmt noch 5 Stücke, wenn das mal reicht. 1. Zwei. Ah, okay, 4. Meine Güte, ey. Gut, da ist aber, glaube ich, die Sache, dass es, glaube ich, deswegen war, weil er da durch wollte. Und nicht, weil er unser Haus kaputt machen wollte, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal vermuten an der Stelle. So, wie sieht's aus mit Standing Torch? Können wir noch eine machen? Standing, jawohl. So, ungefähr hier müsste das sein, ne? Noch ein bisschen rüber. So, damit wir hier wieder in einer Linie sind. Yo, das sieht gut aus. Dann falsche Taste drücken und los geht's. Inventory. So, wo hatte ich die? Die hatte ich noch nicht auf eine Nummer gelegt, ne? Machen wir die mal gerade hier hin. Wasserleitung geht ja wieder. So, dann machen wir die Torch hier so hin. Wood hatte ich, glaube ich, keins mehr, ne? Na, wir können auch ein bisschen Touch reinlegen. Das brennt genauso gut. Verbrennt zwar schneller, aber ist zumindest hell. So, die Torch habe ich jetzt ein bisschen zu weit links gesetzt, sehe ich gerade. Ist aber nicht so schlimm. So, möchte es denn mal langsam wieder hell werden? Ich muss mal gerade schauen. 3.19 Uhr. Okay, 18, 19. Hm. Gut, haben wir jetzt hier eine Folge tatsächlich mit ein bisschen Nachtjagd-Aktion. Tut mir leid, aber das kann ich ja, wie gesagt, nicht beeinflussen mit Tag-Nacht-Wechsel. Möchte ich auch nicht, weil es gehört ja zum Spiel dazu. Leider Gottes. So, ihr könnt mir mal den Bronto eigentlich wegmachen. Hm, kleiner Scherz. Könnt ihr nicht. Was können wir denn hier mal gerade? Wir müssten mal irgendwas... Wir müssen Rappy natürlich auch noch ein bisschen Fleisch geben. Und wir haben jetzt auch nichts mehr, ne? Wir haben nur noch die 5. Habt ihr euer Essen noch? Mal gerade gucken. Ihr seid doch gelevelt, ne? Pass auf, dann leveln wir hier eben noch schnell. Das Fleisch haben die noch nicht gegessen. So, ich hatte gesagt, Movement Speed machen wir höher, ne? So, 307. Das geht jetzt natürlich nicht mehr so schnell hoch. So, du hast noch nicht gelevelt. Hessel Dilov. Du hast aber gelevelt, ne? Jawohl. So, bei dir haben wir auch noch den Movement Speed auf 300. Was hat denn Hessel Dilov eigentlich? David, wie sieht's bei dir aus? Gerade mal schauen. Der ist auf 300. Okay, da müssen wir dich als nächstes auf jeden Fall hochziehen. Auf eine höhere Movement Speed. So, dann schaue ich gerade nochmal bei Jacqueline rein. Jacqueline, gerade gucken. Oh, du bist auch gelevelt. Wunderbar. So, da muss ich mal schauen. Da machen wir bei dir jetzt tatsächlich mal, da ich das nächste Mal wieder harvesten gehen will, ein bisschen die Mitnahmemenge hoch. So, du hast noch Wood dabei, sehe ich gerade. Das ist super. Das ist sehr schön. So, und Rappy, gerade mal gucken. Dir müsste ich ja dann auch noch ein bisschen Futter geben, ne? Ja, der müsste ich theoretisch auch. Die ist auf 276, nee, 2768 runter vom Essen. Ja gut, das ist jetzt nicht so mega schlimm. Aber 43 Hide, da können wir auf jeden Fall eventuell nachher nochmal gucken, was für Sattel wir mittlerweile machen können. So, hier wollte ich jetzt gerade mal ein Schlückchen trinken und was essen auf jeden Fall noch. Wo ist denn hier? Da. Haben wir hier noch das Tetch? Können wir das Tetch verbrennen? Ja, verbrennen wir gerade das Tetch. Dann grillen wir uns schnell noch ein Steak. Und die Torch können wir mal reparieren. So, wie sieht es denn mit dem Leveln aus? Wir sind ungefähr auf der Hälfte, ne? Glaube ich, im Leveln. Ja, noch nicht. Weil, es ist ja so, ich habe mir mal irgendwann gesagt, ich möchte mal Fenster tatsächlich noch machen. Ich glaube, das mache ich auch. Dann machen wir hier unser Haus mal fertig. Denn... zum einen gibt das natürlich unheimlich gut XP und dann haben wir das Haus auf jeden Fall zu 100% fertig und als nächstes gehen wir dann definitiv mal einen Bauplatz suchen. Das habe ich ja schon öfter vorgehabt, aber jedes Mal wurden wir ja von diesen blöden Insekten daran gehindert, was mich so ein bisschen ärgert, um ehrlich zu sein. Aber wir haben ja jetzt eine kleine Verteidigungsarmee dabei, das heißt, wir sollten eigentlich nicht mehr so schnell sterben. Das heißt, es ist ja auch nicht schlimm, wenn jetzt einer von den Lofos platt geht, können wir uns ja jederzeit wieder einen neuen holen. Die Lophosaurier sind ja relativ schnell zu tamen, haben wir ja schon festgestellt. Ich meine, es wäre trotzdem schade, ne? Ich möchte ihn natürlich jetzt nicht verlieren. Unser dynamisches Trio da unten. Naja, gut, eigentlich Duo, aber es ist ja schon ein Trio. Ich glaube, ich lasse es auch erstmal bei 3. Also man könnte sich natürlich jetzt so 30, 40 die Lophos tamen. Ja, und mit denen dann auf Jagd gehen. Das wäre, glaube ich, überhaupt kein Thema. Hast du eigentlich noch? Moment mal. Stimmt. Das fällt mir mal gerade so auf. Ich muss mal eben hier mal gerade ein bisschen Beeren holen. Sie hat nämlich keine Beeren mehr im Inventory. Bis dahin ist auch unser Fleisch gegart, denke ich.